Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Liberation. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Und wir laufen zu der Sklavenbefreiungsmission, denn wir wollen ja mal ein bisschen was Gutes tun, nicht wahr? Und einfach mal ein paar Sklaven befreien. Haben ja ein gutes Herz. Ich meine, die Assassinen sind ja quasi auch, die Assassinen sind ja auch quasi stehen für Freiheit, also sollten wir wohl auch den Leuten dort, die am wenigsten Freiheit haben, die Freiheit bringen, nicht wahr? Ich bin gespannt, wie diese Mission sich gestalten. Müssen wir uns dann umziehen? Und den nur als Lady starten quasi? Eine geteilte Familie, der Mann in Sicherheit geleiten. Erinnerst du dich an die Sklavin, die du mir brachtest, Therese? Natürlich. Kann ich dir trauen, Tochter? Aber ja doch. Worum geht es? Es gibt da noch einen Sklaven. Er wurde von seiner Frau und seinem Sohn getrennt. Hm. Wenn du ihn zu mir bringst, führe ich sie zusammen. Oh, natürlich. Ich werde tun, was ich kann. Ich will gar nicht wissen, was. Kein Schaden erleiden, okay. Oh oh. Wer? Was? Vielen Dank. Doch. Wir haben keine Zeit. Komm schnell mit mir. Wohin? Zu deiner Familie. Ach, die Mission ist ein wenig kaputt gewesen gerade. Okay. Aber wir haben keine mehr davon, oder was? Keine Mission mehr von dem Typ. So, erst über die Hauptgeschichte freischalten, nehme ich an. Hört, die Seite ist hier weg, seht ihr das? Da war gerade eben noch eine Seite oben drauf. Jetzt ist die weg. Ach doch, wir haben eine Sklavenbefreiung hier unten. Aber die Seite ist auf einmal weg. Was soll das denn jetzt? So. Heureusement pour vous. Was gibt es denn? Warum bist du noch in der Stadt? Es ist zu unsicher. Ich weiß, doch meine Familie.
unsere einzige Habe, ein paar Kleider und etwas Geld, das wir versteckt haben, werden uns vorenthalten, wenn ich dir den Ort zeige. Kannst du mir bestimmt helfen? Natürlich. Geh voran. Ein Tänzchen, Mademoiselle. Einer derart großzügigen Dame werde ich keinen Ärger bereiten. Bitte, geh jetzt durch den Bayou. Gute Reise, mein Freund. Vielen Dank. Okay, haben wir auch geschafft. Ups. Falsche Taste. Kann schon mal passieren. Ja, bisher sehe ich noch keine Mission. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon zu kurz umziehen gehen. Erst nochmal ganz kurz gucken, ob es sich wirklich keine Mission gibt. Weil es kann ja sein, dass es ein bisschen gedauert hat, bis ich spawnt, aber nope. Sieht schlecht aus, keine Mission. Lass mal ganz kurz gucken können. Wir können mal ganz kurz als Sklaven uns anziehen und gucken, ob wir da Missionen haben. Nein, haben wir nicht offensichtlich. Ich würde eigentlich über den Balken herlaufen, aber naja, meinetwegen. Schauen wir mal, wo der Aussichtspunkt war. Weiter geradeaus. Durchgehen. Hier bis hierhin. Und da war ja noch eine Seite. Da will ich mal ganz kurz gucken. Nicht, dass wir die Seite jetzt nicht mehr angezeigt bekommen, weil wir nicht mehr in der Nähe sind. Ja, da ist noch eine Seite. Ich glaube aber, wir sind auch ziemlich weit mit den Nebenzirkeln im Spiel, ne? Ich glaube, so viel ist das gar nicht mehr.
Was eine gute Sache ist. Ich mag das nicht, wenn zu viel Nebenzeug in einem Spiel ist. Vor allem, wenn vieles davon einfach nur Sammle das ist. Also Sammel Seiten auf, ich weiß nicht. Wenn das wenigstens noch mit einem coolen Jump'n'Run-Puzzle verbunden ist, so ein bisschen wie hier, wobei das jetzt auch kein wirkliches Puzzle ist, hier hochzuklettern, weil man wirklich nur klettern und hochdrückt, also viel Rätsel ist hier nicht. Außer wenn die Steuerung mal wieder spinnt, wie jetzt hier, wo ich nicht hochkomme. Aber da ist das Rätsel halt eher, wie kriege ich es hin, dass das Spiel das tut, was ich möchte. Das Rätsel ist weniger, das sieht aber kompliziert aus, wie schafft man das jetzt nur, wie so ein Puzzle. Ja, das ist halt ein bisschen das Problem, was das angeht. Aber gut, dann haben wir die Seite auch. Ich weiß nicht, ob man irgendwo sehen kann, wie viele der Seiten wir jeweils haben, in welcher Region und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwie sehen können, oder? Ich bin da irgendwie im Inventar vielleicht, Gegenstände, das Tagebuch. Ja, die Seiten können wir übrigens wirklich lesen, glaube ich, ne? Ja. Das werden wir dann auch noch tun. Uns fehlt noch Seite 2. Seite 14. Seite 21. Und das war's, glaube ich. Es gibt, glaube ich, nur 25 Seiten, kann das sein? Oh. Na gut. Das werden wir alles lesen, aber erst, wenn wir alle Seiten haben, weil vorher macht das... Es würde Sinn ergeben, wenn man das jetzt alleine spielt, kann man das vielleicht machen und sich überlegen, was da zwischen den Seiten stehen könnte, weil das halt immer nur so zwei, drei Sätze sind, die Seiten. Aber ich glaube, es ist schöner, wenn wir das machen, wenn das durch ist. Ich glaube, die letzten Seiten sind auch nur im Bayou, glaube ich. Ich glaube, das sind die, oder vielleicht hinten bei der Farm, da könnte auch noch eine Seite sein, ne? Da waren wir halt nicht. Da könnte vielleicht die 21 oder sowas sein, hier hinten die Farm hier, da. Da könnte noch was sein. Aber ich will jetzt Hauptmission machen. Jetzt lang genug Nebenzeug erledigt. Auf zur Hauptmission. Oh. Wollen wir noch das mit dem Schiff eben schnell machen? Vermutlich nicht. Oh ne. Ah, Aveline. Um Ulloa rauszulocken, treffen wir die Spanier doch da, wo es weh tut. In der Flottille. Zwei Kriegsschiffe liegen im Hafen vor Anker. Wenn denen irgendwas zustoßen würde, Ulloa könnte es nicht ignorieren. Ich sehe mal, was ich machen kann. Na klar, wir werden direkt rausgeschmissen. Ich meine, wir können hier reingehen, dass wir den Schiffen kurz machen. Oder? War das hier, das Interagieren? Und aber das drüben in dem Raum. Das war noch hier, ne? Ich glaube, das war hier. Ja. Was können wir Ware kaufen? Ah, hier sehen wir, was die benötigen. Hey. Wir haben noch 400. Also, wir haben 200 noch was. Also, hier kann man das verkaufen, oder nicht? Ja. Achso, benötigen, da steht der Preis. Ich meine, machen wir das so. Was? Ja. Bisschen Kohle machen, nebenher. Ah.
Easy. Heimlich und unbemerkt, aber kein optionales Ziel. Er hat auf jeden Fall was gehört, wie es aussieht. War da nicht gerade eben noch einer? Na, keine Ahnung, werde ich nicht genug bezahlt für. War ich wirklich alleine auf dem Schiff? Naja. Alles über, oberhalb meiner Gehaltsklasse. Oh, das ist mit den anderen passiert. Scheiße. Ihr! Erkennt ihr mich jetzt, Kapitän? Nein! Furie! Apia! Medusa! Männer! Überwältigt sie sofort! Keinen Ärger mehr. Ich höre auch auf zu trinken. Ich werde der Fleischeslust entsagen. Ich gehe ins Kloster. Bitte überlasst mich nun meinem freudlosen Mönchsleben. Ihr scheint mich wohl für euren Richter und Henker zu halten, Bruder Dominguez. Rettet euch selbst, wenn ihr nicht zu betrunken seid. Ah. Kabum. Wieder keine Bugs.
das Spiel auseinanderfällt manchmal. Ich liebe es. Ah, Mann. Oh mein Gott, da passt man nicht durch. Lass mich raten, drüber kann man nicht klettern, ne. So. Ah, Taubenschlag, da kriegen wir jetzt Mission dann auch, ne? Kein Gouverneur mehr. Gouverneur Ulua aus Balabalis herauslocken. Meine Schülerin, du hast sicher das Chaos bemerkt, das die Rebellen anrichten. Ich habe schon einen Plan, doch wir müssen uns beeilen. Um neue Befehle zu erhalten, komm zum Friedhof, meinem letzten sicheren Versteck in der Stadt. Spute dich. Aveline, man sieht dich immer seltener im Bayou. Bin ich dir nicht mehr nützlich? Ich kam sofort, als ich deine Nachricht erhielt. Ich hatte einen Albtraum. Ich träumte, dass du... Nein. Vergiss es. Erfreust du deinen alten Mentor mit einem Loyalitätsbeweis? Agathe, ich muss dir nichts beweisen. Ich bin loyal. Was brauchst du? Ich weiß nicht, was du und Monsieur Blanc gemeinsam planen. Doch eins steht fest, durch das ganze Chaos und die Aufstände bist du Joa dazu gezwungen, Friedensverhandlungen zu führen und Labalise zu verlassen. Das ist unsere Chance. Wenn der Entführer stirbt und alles wieder sicher ist, ist meine Mission beendet. Ich werde Frieden finden. Dem Gouverneur steht nur ein einziger Weg offen. Alle anderen sind blockiert oder brennen. Lege einen Hinterhalt und schlage zu im rechten Moment. Finde ihn und töte ihn. Jawohl. Okay, dann schauen wir mal. Und zwar wieder ein Gouverneur töten, wa? Hat man das schon mal gemacht? Am Anfang des Spiels, wir töten die ganze Zeit nur Gouverneure. Wieder und wieder töten wir die Gouverneure. Also die waren nur bei der Gouverneursfeier, ne? Kann das sein? Das war jemand anderes, den wir getötet haben. Na egal. Da habe ich den Part auch falsch benannt. Alles da für einen Hinterhalt. Das war das falsche Ding. Ich habe das gerade gewechselt, ihr habt das gesehen. Es hat hier einfach alle meine Rauchbomben weggeschmissen. Wow.
natürlich klappt es nicht. Er sollte jetzt von alleine sterben, oder? Das sollte ja in 3 Minuten klappen. Das ist erst 3 Minuten, ich hoffe ja. Die da einfach runterfällt, obwohl ich das nicht gedrückt habe, runterfallen. Kann man auch nicht drücken. Wird einfach nur hüpfen, aber naja. Klappt ja trotzdem. Wollte eigentlich über diese Bäume hüpfen, genau. Das war der Plan, den ich hatte. Hier rutscht sie einfach immer runter, obwohl man... ich frage mich, warum sie nicht auf die Bretter springt da vorne. Ich frag's einfach nicht. Wir sind gefangen! Wir kommen nicht raus! Und das Pulverfass. Was wird mir hier angezeigt? Oder meinen die das da unten? Da ist das Feuerfass, okay. Stopp!
kann nicht mehr mich wehren, weil die alle gleichzeitig angreifen. Sterbe, hä? Wodurch sterbe ich denn gerade, hä? Dadurch, dass ich ausweiche, sterbe ich, okay. Man kriegt also Schaden beim Ausweichen. Okay. Ja, man kann auch nicht mehr... Das, was vorhin funktioniert hat, mit A das zu machen, das funktioniert manchmal jetzt nicht mehr. Ha! Der letzte hat einfach... Batsch! Tot. Ich hasse das Spiel manchmal. Es geht einfach so easy, seht ihr das? Kein Kommentar dazu, wirklich, wirklich nicht. Warum nicht direkt so? Bitte, nein, verschont meine Frau und mein Kind. So wie ihr die Sklaven und Arbeiter verschont habt oder deren Familien? Doch, es geht ihnen gut. Ich habe sie nur weggebracht. Nach Mexiko. Mexiko? Warum das? Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Berater. Bitte, meine Frau weiß von nichts. Ich sagte ihr, die Konvois wären voller Verbrecher aus den überfüllten Zuchthäusern. Sie ist unschuldig. Erlaubt mir, es wieder gut zu machen. Ihr? Wollt davon nichts wissen? Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Meine eigenen Expeditionen erforderten einen ähnlich großen Aufwand. Das Gebiet ist voller Relikte, die älter sind als die Maya. Außerdem kann ich euch das hier bieten. Man kann damit geheime Dokumente entschlüsseln, so wie dieses. Ich werde mich jetzt umdrehen und gehen. Wenn euch euer Leben lieb ist, verlasst ihr umgehend diesen Kontinent und kehrt nie wieder zurück. Habt Dank für diese Gnade. Gnade? Das ist keine Gnade. Ich überlasse euch lediglich dem Gutdünken eurer Auftraggeber. Ihr werdet ständig auf der Flucht sein. Geht, genießt die trügerische Freiheit. Oh, wie fies. Ja. Ich hab nicht das getan, was er wollte. Gouverneur Ulloa gab mir diese Trophäe. Ah, ein wertvoller Fund. Dadurch wird Ulloas Tod zu einem großen Sieg für die Assassinenbruderschaft. Ich wünschte nur, ich hätte es selbst sehen können. Sag mir, was waren seine letzten Worte? Hab Dank für diese Gnade. Was? Soll das heißen, er lebt noch? So willst du mir also deine Loyalität beweisen? Indem du meinen Befehl missachtest und unseren Feind laufen lässt? Mein Mentor, aus dir spricht der reine Blutdurst. Wir haben dieselben Ziele. Sklaven befreien, den Feind besiegen, Gerechtigkeit bringen. Nun haben wir die Mittel, um die Mission voranzutreiben. Ich muss dem Feind nach Mexiko folgen. Sofort! Das wirst du sicher nicht tun. Wenn du es nicht einsiehst, dann folge ich meinem Instinkt. Was ist ein Assassine ohne Disziplin? Du wirst deinen Ungehorsam bereuen. Das Risiko gehe ich ein. So, meine lieben Freunde, das war's dann für diese Folge. Oder gehen wir jetzt direkt los?
Ah, gucken wir uns das noch an. 1769, New Orleans. Alles wird riskiert, um der Spur der Wahrheit zu folgen. Okay. Das heißt, wir können an der Stelle den Part beenden. Ich guck mal kurz, ob wir noch neue Rivalen haben, die wir jetzt ausknocken können. Aber sieht nicht so aus. Ich würde echt noch... Ah, hier ist aber eine Mission. Schiffsbesatzung, aha. Wo Leute anheuern oder so. Da unten ist übrigens auch noch eine Seite. Habe ich ganz vergessen. Und da oben werden wir auch nochmal hingehen, um zu gucken, ob da eine Seite ist. Aber das ist alles im nächsten Part dann. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!